Buongiorno zusammen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es thematisch italienisch, denn wir machen Pizza. Und zwar nicht nur irgendeine Pizza, sondern die beste Low-Carb-Pizza überhaupt. Solltest du allerdings zu den Personen gehören, denen es einen Stich ins Herz versetzt, wenn irgendwo auf der Welt eine Carbonara mit Sahne zubereitet wird, dann solltest du jetzt besser abschalten. Wir verwenden nämlich den berühmten Fathead-Teig und der besteht hauptsächlich aus Käse. Wie daraus eine leckere Pizza werden kann, zeige ich dir jetzt. Als erstes heizen wir den Ofen auf 180 Grad Umluft vor. Dann brauchen wir 170 Gramm Mozzarella, ich habe hier den geriebenen, 60 Gramm gemahlene Mandeln, 50 Gramm Frischkäse, ein Ei und etwas Salz und Backpulver. Als erstes erhitzen wir dafür den Mozzarella in einer Pfanne oder in der Mikrowelle und zwar am besten in mehreren Etappen. Wichtig ist, dass wir das langsam machen bei niedriger Temperatur, weil sich das Öl sonst von den restlichen Komponenten trennt und unser Teig dann später ganz krümelig wird und sich nicht mehr verarbeiten lässt. Ich gebe den Käse nun dreimal für 30 Sekunden in die Mikrowelle und hole ihn zwischendurch raus und rühre, damit sich die Hitze verteilt. So, zweimal hat jetzt schon gereicht, das heißt, ich werde ihn nicht nochmal in die Mikrowelle geben, sondern nun mit den anderen Zutaten vermengen. Als erstes gebe ich jetzt das Ei zu dem Mozzarella und versuche das Ganze ein bisschen einzuarbeiten. Also das geht natürlich nicht super korrekt, aber so, dass es ein bisschen eine Masse wird. Zu dem Mozzarella und dem Ei gebe ich nun 60 Gramm gemahlene Mandeln, 50 Gramm Frischkäse, ein bisschen Salz und ein Teelöffel Backpulver. Und dann vermengen wir das Ganze so lange, bis sich nichts mehr tut. Es lässt sich nämlich mit dem Silikonspatel alles nur bis zu einem gewissen Punkt einarbeiten und dann heißt es danach Handarbeit. Jetzt machen wir unsere Hände am besten ein bisschen feucht und dann heißt es mit den Händen kneten. Ich habe gerade doch noch mal 30 Gramm gemahlene Mandeln ergänzt, weil mein Teig doch ein bisschen zu klebrig war. Ich glaube, mein Ei war ein bisschen größer als beim letzten Mal, als ich den Teig verwendet habe. Oder ich hatte eine andere Sorte Mozzarella. Oder manchmal weiß man das immer nicht so genau, was diesmal anders ist als beim letzten Mal, als man das Rezept zubereitet hat. Genau. Aber jetzt habe ich noch mal ein paar gemahlene Mandeln dazu gegeben. Und jetzt sieht das schon viel besser aus. Am besten macht ihr eure Hände zwischendurch immer wieder etwas nass, damit der Teig nicht so sehr an euren Händen kleben bleibt. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, der Käse hat sich schön ordentlich mit eurem, mit den restlichen Zutaten verbunden, dann sind wir fertig mit dem Teig. Jetzt geht es weiter wie mit normalem Pizzateig auch. Und zwar belegen wir ein Backblech mit Backpapier. Ich habe hier unten noch ein paar gemahlene Mandeln verstreut und meine Hände wieder nass gemacht, damit das Ganze nicht ganz so klebrig wird. Ja, und nun verteilen wir den Teig. Ihr könnt natürlich auch eine Küchenrolle zur Hilfe nehmen, aber ich mache das eigentlich am liebsten mit den Händen. Da kann ich am besten sehen oder nachjustieren, wenn der Teig noch irgendwo zu dick ist.
ihr damit fertig seid, ist es wichtig, den Teig mehrmals einzustechen, damit sich im Ofen keine Bläschen bilden. Und nun backen wir das Ganze für ca. 10 Minuten vor. Nach dieser ersten Backzeit können wir die Pizza natürlich ganz nach Geschmack belegen, also ca. 2 bis 3 Esslöffel passierte Tomaten. Dann ganz wichtig Oregano. Und was den Belag angeht, da seid ihr natürlich auch völlig frei. Einfach ganz nach eurem Geschmack. Ich habe mich hier für Paprika, ein paar Pilze und Zwiebeln entschieden. Dann kommt das Ganze bis zur gewünschten Konsistenz wieder in den Ofen. War es auch schon. Wie ihr sehen könnt, ich habe schon ein Stückchen probiert, um zu gucken, ob sie noch genauso lecker ist, wie ich in Erinnerung hatte. Und ja, einfach lecker. Außerdem findet ihr auf meinem Blog auch viele andere Pizza-Alternativen, die sich in der Low-Carb-Ernährung eignen. Und ich verlinke sie euch gern hier unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr meinen Kanal abonniert, um beim nächsten Video dabei zu sein. In diesem Sinne, ciao ihr Lieben!